Hallo und herzlich willkommen zu Die Sass Ananas, dem neuen Projekt auf diesem Kanal, wo wir wöchentlich ein Video hochladen, bei dem es sich nicht um Gaming dreht. Den Anfang machen 20 Google Easter Eggs. Fangen wir also mit dem Suchbegriff Tilt an. Wenn wir jetzt hier in Google Tilt eingeben und auf Enter drücken, dann seht ihr schon, das ganze Bild kippt. Die ganze Seite ist jetzt schief. Mega praktisch, wa? Wird man für alles gebrauchen können. Als nächstes haben wir Dual Barrel Roll. Dazu tippen wir einfach Dual Barrel ein und drücken Enter. Und dann sollte sich Google, wenn es funktioniert hat, um die eigene Achse drehen. So wie ihr es jetzt gerade seht. Dann geht es weiter mit Google Loco. Wir geben dafür einfach mal Google Loco ein und klicken dann hier auf Gut Glück. Dann sehen wir Google als komisch umhüpfendes Google Loco Symbol und wenn wir dann hier irgendwas eingeben, dann verändert sich die Farbe davon, aber was genau das jetzt soll oder wo dran das anlehnt, ich habe keine Ahnung. Gut, als nächstes haben wir Google Rainbow. Da tippt er einfach Google Rainbow ein und drückt auf Gut Glück. Und dann die ganze Google-Startseite im Rainbow-Style gehalten, sage ich. Wunderschön, oder? Und wenn man jetzt was eingibt in der Suchleiste, dann ändern sich die Farben zu den Regenbogenfarben. Dann haben wir Google Pond. Das geben wir wieder hier ein und drücken wieder auf Gut Glück. Dann sehen wir hier das Google-Fenster, ganz normal, wie es sonst normalerweise auch immer ist. Nur mit einer ganz kleinen Änderung. Wenn wir jetzt hier die Maus bewegen und da drüber fahren, sehen wir, kommen da so Wellen. Als ob das irgendwie auf Wasser liegen würde oder als sich im Wasser spiegeln würde. Und wenn das Wasser dann bewegt wird, dann bewegt sich das ganze Bild auch. Wenn wir jetzt hier irgendwas eingeben und suchen, dann ist das bei den Suchergebnissen auch so. Also ich finde das wirklich mega cool. Gut, als nächstes tippen wir Let It Snow ein und drücken wieder auf den Good Glück Button. Und dann sehen wir einen Bildschirm, wo es schneit. Und dann gibt es hier in der Mitte so ein tolles Schild. Und da kann man den Schnee wegribbeln, wenn man mit der Maus drüber geht und dann halt die linke Maustaste drückt. Dann kann man so geil reiben. Und das schneit wieder zu. Dann haben wir Google Underwater. Und ja, wie der Name schon sagt, Google unter Wasser, haben wir jetzt hier Google, was im Wasser schwimmt. Wenn wir jetzt klicken, können wir hier die Wellen steuern. Es ist ein bisschen blöd, dass da diese komischen Teile hier im Weg sind. Das finde ich noch cool, wenn das irgendwie verändert würde, dass diese Buttons hier irgendwo andersrum sind und oder dass hier einfach ein bisschen tiefer ist. Aber wenn wir jetzt hier irgendwas eingeben, zum Beispiel YouTube, dann kommen da die Ergebnisse und fangen hier auch drin an zu schwimmen. Manche gehen unter, manche schwimmen auch oben drauf. Es ist alles unterschiedlich. Gut, als nächstes haben wir dann Google Sphere. Wir tippen einfach wieder Google Sphere ein und dann gehen wir auf Gut Glück, ja. Und dann sollte die Google Startseite als Sonnensystem erscheinen. Sozusagen die ganzen Buttons, die normalerweise um Google herum sind, die schweben jetzt rumherum und je weiter man mit dem Cursor nach rechts oder links zum Bildschirmrand geht, desto schneller drehen sich die um das Google Logo herum. Toll, gell? Jetzt haben wir noch Epic Google. Das geben wir wieder hier ein.
Und wieder auf gut Glück. Und es erscheint dieses Logo hier und es kommt immer näher. Okay, das nächste ist Google Terminal. Dann tippt ihr einfach in Google Terminal und geht auf gut Glück. Und dann erscheint die ganze Google Startseite wie ein Computer Terminal. Mich persönlich erinnert es ein bisschen an die Teletext-Seiten beim Fernsehen. Gut, und wenn wir dann S drücken, dann können wir da Suchbegriffe eingeben, wie zum Beispiel YouTube, und dann drücken wir Enter und dann kommen die Suchergebnisse. Geheiligt werde dein YouTube, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, das war Google Terminal. Dann haben wir noch Google Guitar oder Gitarre oder wie man das auch immer nennen will. Also es funktioniert mit Guitar oder Gitarre, je nachdem. Also ihr könnt da auch einfach das Englische eingeben. Also Guitar, das meinte ich damit. Und dann haben wir jetzt hier eine Gitarre, wo wir wundervoll Musik machen können, wie man gerade bei mir nicht hört. Warum auch immer. Ja, irgendwie komischerweise gibt es bei mir hier keinen Sound. Ich hatte das schon öfters ausprobiert, ob die Easter Eggs denn auch wirklich alle funktionieren. Und da hat es auch einwandfrei funktioniert. Aber bei mir kommt jetzt hier bei der Gitarre irgendwie kein Ton. Fragt mich bitte nicht, wieso oder woher das kommt. Und gerade ist mein Mikrofon runtergegangen. Kann sein, dass ich gerade ein bisschen leiser war. Sorry dafür. Es läuft auch alles schief hier. Es ist auch, wenn ich hier gucke im Mixer, da wird nirgendwo angezeigt, dass da irgendein Audio ausgegeben wird. Es ist einfach. Ach, was ist das denn mit meinem Mikro? Ja, schrecklich. Es wird wirklich nirgendwo was ausgegeben. Tut mir wirklich leid. Wie gesagt, eben hat es noch einwandfrei funktioniert. Ja, auf jeden Fall, falls ihr das aufnehmen wollt, was ihr hier wundervoll zusammenklimpert, dann könnt ihr hier drauf drücken, dann nehmt ihr das auf. Außerdem kann man das auch mit Tasten bedienen. Ich weiß nicht auswendig, welche da was sind, aber hier zum Beispiel A ist diese hier, die gelbe da, D ist dann die nächste, B ist die da drüben. Ja, und so könntet ihr da sogar irgendein Liedchen zusammenspielen. Was sich sogar gar nicht mal so schlecht anhört, ist, das könnt ihr jetzt eh nicht hören, aber ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. So, so, so und so. Könnt ihr ja mal ausprobieren und irgendwann rumspielen. Ich denke zwar nicht, dass man da wundervolle Musik mitmachen kann, aber ist halt so eine Spielerei, falls ihr mal Langeweile habt. Gut, als nächstes haben wir Elgoog. Dann tippen wir einfach in Google Elgoog ein und geben, also Elgoog halt, Google rückwärts geschrieben, und gehen dann auf gut Glück. Und dann ist die ganze Google Startseite gespiegelt. Und wenn wir jetzt was eintippen in die Suchleiste, dann wird das auch rückwärts geschrieben. Ist total lustig. Also, ist halt ein interessantes Easter Egg. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, Snake zu spielen. Die kennt ihr sicher alle. Und das können wir jetzt mit Google machen. Einfach Google Snake eingeben und auf gut Glück. Und schon haben wir hier ein Snake-Fenster, wenn es dann kommen würde. So, da. Snake. Kommt da jetzt hier erstmal diese rote Schlange und macht das G von Google. Dann ist hier der Play-Button. Und dann können wir auch schon spielen mit den Pfeiltasten. Und es kommt wundervolle Musik. Allerdings habe ich das Gefühl, macht das nicht wirklich Sinn. Außer halt, man kann Punkte sammeln. Oh, jetzt bin ich schon wieder stehen geblieben durch das blöde Sprengpulver. Wie ihr seht, wir können durch die Wand, wir können durch uns selber durch. Denn normal ist es ja eigentlich, ist es ja das Ziel,
nicht gegen sich selber zu fahren, aber wie ihr hier seht, das Ziel scheint man hier nicht zu haben und man kann auch super durch die Wand und finde ich halt sehr merkwürdig. Man wird halt auch nicht länger und so, man sammelt halt nur an den Seitenpunkten. Punkte. Mehr ist halt gar nicht. Links geht ihr halt eine Zeitbegrenzung. Wie lange ihr noch wundervoll dieses Spiel spielen könnt. Und da ist es auch schon zu Ende. Ich habe 45 Punkte erreicht. Wunderbar viel. Hust, hust. Und ja, wundervolles Spiel. Ja, und es geht weiter. Als nächstes haben wir Zerg Rush. Dazu tippen wir einfach Zerg Rush ein. Und drücken auf Enter. Und dann sollte, wenn ihr alles richtig macht, ihr kleinen Spackos, dann sollten die O's, also die O's von Google, sollten anfangen, die ganzen Suchergebnisse anzugreifen und zu zerstören. Und da erscheinen dann so Lebensbalken. Und ihr müsst versuchen, mit der Maus, beziehungsweise mit dem Cursor halt, die ganzen kleinen O's abzuschießen. Und die haben dann auch kleine Lebensbalken, alles ganz süß. Ja, also, natürlich ist der. Wenn die O's dann geschafft haben, alles kaputt zu machen, formen sie ein GG, was für Good Game steht. So, dann kommen wir jetzt zu etwas wirklich mega Gutem, wie ich finde. Und zwar können wir bei Google auch Atari Breakout spielen. Das kennt ihr sicherlich alle. Hundertprozentig. So, wir sind jetzt hier erstmal in der Bildergalerie. Und dann hat er sich irgendwelche random Bilder gesucht. Und wir können Atari Breakout spielen. Die Sounds sind ein bisschen nervig. Aber ich weiß gar nicht, wie sind eigentlich die Sounds im Originalen? Ich habe das nie wirklich gespielt. So, ich höre dann jetzt auch schon mal auf, das Spiel zu spielen. Ihr seht, ich habe ja so circa 500 in einem Ründchen gehabt. Würde mich auch interessieren, was ihr da so für Ergebnisse habt, falls ihr das wirklich spielt. Glaube ich zwar nicht, denn es ist eine... Da kann man sich kurz ja mal mit beschäftigen, ne? Aber für wirklich länger ist das wirklich nichts. Also da bin ich schon wirklich froh, dass es da andere Spiele gibt heutzutage, ne? Gut, als nächstes hätten wir dann Google Pac-Man. Tippt einfach Google Pac-Man an und geht auf Google Glück. Und dann sollte das Google-Logo sozusagen sich in ein, wie sagen, in ein Pac-Man-Spielfeld verändern sozusagen. Und dann geht er da einfach auf Insert Coin und dann könnt ihr zocken. So, jetzt nochmal was ganz Lustiges, und zwar Google Gravity. So. Ich habe Google Gravity eingegeben und schon fällt hier das ganze Zeug runter. Und wir können das jetzt auch mit der Maus nehmen und... Juhu! Was ich noch cool fände, wäre, wenn man das zerstören könnte, dass das so kaputt geht. Dann wäre das wirklich noch cooler. Aber ja, ist halt nur ein Easter Egg, ne? Und wenn es hier irgendwas... Huch. Doch, war doch richtig. Irgendwas suchen, dann kommt das auch hier runtergeflogen. Yay! Gut, das nächste Easter Egg heißt Find Chuck Norris. Und wenn wir Google dazu auffordern, Chuck Norris zu finden, dann kommen wir auf diese Seite und das ist sozusagen ein kleiner Chuck Norris Witz. Da steht zum Beispiel: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he finds you.
Und das Ganze nochmal auf Deutsch. Google wird nicht nach Chuck Norris suchen, denn er weiß, dass Chuck Norris dich finden wird. Und das Ganze ist aufgebaut wie ein Google Plus Account von Chuck Norris. So, und jetzt geben wir noch eine kleine Zahl ein, und zwar die 220455. Gehen auf gut Glück und scrollen ein klein bisschen runter. Da ist jetzt gerade noch nichts. So, jetzt lädt das. Ich find's so genial, Alter. Wie kommt man bitte auf so eine bescheuerte Idee? WTF, Alter. Ach, nee. Ja, auf jeden Fall ist das ein YouTube-Video. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Oder entweder hier auf der Seite oder... Ja, ihr könnt auch diese Zahl in YouTube eingeben. Ich denke, da kommt das auch. Und ja, ich hab das mal an. Nee, ey. Last but not least, our personal favorite, LOL LimeWire. Dazu tippen wir einfach LOL, Abstand LimeWire ein, drücken auf Gut Glück und dann erscheint dieses Video. You are a pirate. Your heart favorite indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. So, das war's auch schon mit dem Video. Erste Folge dies, das Ananas. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ja, das erste Video war jetzt über 20 Google Easter Eggs. Wir haben auch schon einige Ideen, was wir da noch so machen können. Aber falls ihr da natürlich auch irgendeine Idee habt, könnt ihr die natürlich auch schon unten in die Kommentare schreiben. Uns würde wirklich freuen, wenn ihr mal eine Bewertung auf das Video abgeben würdet, damit wir wirklich wissen, ob euch so etwas gefällt und ob wir sowas überhaupt machen sollen. Oder ob wir halt einfach nur noch, wie vorher auch, Gaming-Videos machen. Ja, wenn ihr sowas öfters sehen wollt und nichts verpassen wollt, ne, dann einfach den Kanal abonnieren, wenn ihr das natürlich noch nicht gemacht habt. Links kommt ihr zu keinem Ahnung was für einem Video. Warte, ich hab's vergessen. Ich guck einfach ganz schnell nach, ist doch ganz einfach. Links kommt ihr zu der Mod-Vorstellung vom Better Science Mod und rechts vom More Players Mod. Und ja, ich würde sagen, dann bleibt auch gar nichts anderes mehr zu sagen als tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ciao. Your heart favorite indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are